Bei Kshatriyen ist es dann so, dass sie halt die Köpfe rollen lassen, um ihr Land zu verteidigen oder um für Gerechtigkeit einzustehen. Aber man versteht früher oder später, dass das Köpfe rollen lassen auch keinen Nutzen bringt, weil wenn eine Seele quasi sich nicht adäquat benimmt, dann wird sie auch nicht adäquat ins nächste Leben hineingeboren quasi. Das ist auch in der Geschichte vom Ravana ersichtlich. Ravana war der Dämon, der auf Sri Lanka gelebt hat. Und er ist nur so mächtig geworden, dass er die halbe Welt erobern konnte, weil er viele, viele Leben lang ein gewisses Ritual ausgeführt hat, zum Ehren entweder Shiva oder Brahma. Der hat quasi ein Ritualfeuer angezündet und hat seinen eigenen Kopf über diesen Ritualfeuer abgeschlagen. Also das war so seine Askese und sein Dienst an einem der Götter. Und über viele Leben lang, also wie gesagt, dieses Abschlagen vom Kopf hat sein Bewusstsein nicht verändert. Er hat so weitergemacht, bis dann diese Gottheit, das ist auch ganz normal, wenn man Opfergaben oder Askese in Bezug zu einer Gottheit ausführt, dass die Gottheit dann einen mit sehr viel Energie beschenkt und sehr viel Macht einem gibt. Und so ist er zu einem sehr mächtigen Dämon herangewachsen. Und da mussten andere Götter einschreiten, quasi, dass Rama hier inkarnieren musste und halt gegen den Ravana kämpfen musste, was in der Ramayana beschrieben ist. Also wie gesagt, sobald ein Kshatriya verstanden hat, dass Köpfe abschlagen nichts bringt, entwickelt er sich weiter zum Brahmanen. Oder zum Brahman, der dann sagt, man muss das Bewusstsein, wenn ein Kshatriya mit Gewalt die Welt um sich herum verändern möchte, verändert der Brahman die Welt um sich herum, indem er das Bewusstsein von anderen Menschen verändert und sagt, okay, wenn ein Mensch Probleme hat und sie sich nicht adäquat benimmt, muss man ihm gewisse Lehren vermitteln, gewisse Weisheiten vermitteln, gewisse Lebens, wie gesagt, Gewohnheiten vermitteln und ihn quasi ziehen, ihm gewisse Rahmen bieten, wo er sich entwickeln kann als Seele. Und dann ist die Entwicklung garantiert und die Brahmanen waren eben in der vedischen Welt für die Ausbildung der ganzen Gesellschaft, also nicht nur von Brahmanen, sondern von allen Kasten zuständig, waren aber auch für Rituale zuständig und für die Askesen. Und hier versteht man, dass ein Brahmane, wenn er das nötige Energiepotenzial aufbaut, wird er das eher für die Gesellschaft dann investieren und der Gesellschaft was Gutes tun, weil man kann hier auch einen Pfeil zeichnen, weil von hier nach da das Ego auch abnimmt. Also ein Brahmane macht mehr für die anderen, als er für sich macht. Sein Ego dient ihm lediglich dadurch, am Leben zu erhalten, einen einigermaßen gesunden Lebensstil zu führen, aber dann war es es auch. Okay? Und der Shudra, der lebt allein in seinem Egoismus und egozentriert und denkt, dass es nur ihn auf der lieben Welt gibt und keine anderen Menschen existieren außer ihm. Genau. Und für die unterschiedlichsten Varnas waren auch unterschiedliche Ausbildung und Ausbildungslängen unter anderem auch vorgesehen und ein unterschiedlicher Lebensstil auch vorgesehen.